Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Heute möchte ich mich gerne vom Sturm erfassen lassen. Und zwar ist das dann die erste Mission aus dem Zukunftssicherstrang, die ich noch nicht gespielt habe. Sonnenaufgang hatten wir ja schon mal hinter uns gebracht. Das nächste ist halt vom Sturm erfasst. Das Ganze werde ich dann heute mit einem etwas anderen Setup machen. Ich habe nämlich das Upgrade-Wochenende genutzt und einige Sachen hier schön vergoldet. Das Ganze habe ich dann damit gemischt, dass ich, glaube ich, zwei Strahlenbänke, die ich bereits episch hatte, aus meiner Bank geholt hatte. Und ich das jetzt einfach mal in dem Setup testen möchte, dass ich das so ein bisschen mische. Ja gut, dann sind halt hier die Rundstrahlenden auch noch episch geworden und die eine Taktik-Konsole-Schwachstellen-Lokalisierer, der den Phaserschaden unterstützt. Finde ich schon mal ganz gut. Dann habe ich halt mein ikorianisches Raumset auf MK14 gemacht. Mal sehen, was uns das nächste Upgrade-Wochenende bringt. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 78 Phoenix-Upgrades verbraucht. Es kommen ja irgendwann wieder neue Phoenix-Kisten und dann werde ich natürlich wieder zuschlagen. Mal sehen, was uns dann da erwartet. So. Dann machen wir uns jetzt erstmal an den Sturm. Der Toxduter ist in die Hände der Tullianer gefallen. Unser Geheimdienst berichtet von steigenden Tullianer-Aktivitäten im Narkul-System. Karl Dano glaubt, dass sie die Narkul in der Gegenwart stören, weil diese Auswirkungen in der Zukunft haben werden. Karl Dano möchte sich mit ihnen im Narkul-System treffen. Wunderbärchen, da bekommen wir einige Teile des Quantenphasensets. Das soll unter anderem gar nicht so schlecht sein. Ich benutze es ja momentan auf meinem, wie heißt das jetzt nochmal? Ach, auf irgendeinem Eventschiff auf der Klingonin. Ich bin schon total raus. Auf jeden Fall fange ich jetzt einfach erstmal mit dem Sturm an. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Interceptor? Bajoranischer Interceptor? Genau. So sieht's aus. Vom Sturm erfasst. Schön, Sie wiederzusehen, Admiral. Danke, dass Sie so schnell auf meine Nachricht reagiert haben. Die Tullianer haben den Quantenphaseninhibitor. Ich habe Ihr Schiff bis in diese Systeme verfolgt und ich empfange einige verdächtige Quantenschwingungen aus dem Inneren des Sterns. Sie versuchen, das Gerät einzusetzen. Wir müssen sie aufhalten und das Gerät zurückbeschaffen. Doch zunächst müssen wir den Narkul helfen. Zu diesem Zeitpunkt in ihrer Geschichte sind sie einem Angriff der Tullianer wehrlos ausgesetzt. Einverstanden, setzen Sie Kurs auf das Führungsschiff der Tullianer. Die Narkul rufen uns, Sir. Soll ich sie auf den Hauptschirm durchstellen? Bitte. Nicht identifiziertes Schiff. Sie haben unser Gebiet unautorisiert betreten. Falls Sie ein Verbündeter der Tullianer sind, dann verlassen Sie dieses Gebiet augenblicklich. Wir haben nichts unternommen, was einen Angriff rechtfertigen würde, doch wir werden uns verteidigen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Was benötigen Sie? Vielen Dank. Mein Volk besitzt nur wenige Kriegsschiffe. Jegliche Unterstützung gegen die Tullianer ist mehr als willkommen. So gut wie erledigt. So. Dann besiegen wir doch jetzt erstmal die tullianischen Raider hier. Sehr schön. Uiuiui. Ich habe das jetzt auch wieder echt unnötig aus einem Winkel angeflogen, der nicht so schlau war. Fand ich jetzt. Ich meine, es ist ja keine Gefahr, aber trotzdem. Kann zur Gefahr werden, wenn man doof fliegt, Fluffy. So. Danke für Ihre Unterstützung, Traveler. Es kommt nicht häufig vor, dass man auch eine Spezies trifft, die ihr Leben für eine andere riskiert. Wir machen noch immer Schiffe der Tullianer sowie ungewöhnliches Quantenfluktuation nahe unseren Sternen aus. Es scheint so, als würde die Nuklearfusion des Sterns mit steigendem Ausmaß abnehmen. Ja, sie haben ein Gerät von uns gestohlen, das den Fusionsprozess der Sonne beeinträchtigt. Also ist das Ihre Schuld? Wieso würden Sie etwas so Schreckliches tun? Sie haben dieses Problem verursacht.
Ich erwarte, dass Sie es beheben, oder wir werden Sie und Ihr Volk für alle daraus resultierenden Konsequenzen verantwortlich machen. Kaldano hat dieses Gerät in der Zukunft erschaffen. Die Tolianer haben es von ihm gestohlen. Wir versuchen nur, alles wieder in Ordnung zu bringen. So, ich hätte dieses Gerät nie herstellen sollen. Für mich zählte nur die Idee, das Unmögliche möglich zu machen. Ich habe nie innegehalten und darüber nachgedacht, wie viel Schaden es in den falschen Händen verursachen könnte. Wir müssen die Tolianer aufhalten, bevor sie die Fusionsprozesse des Sterns zum Erliegen bringen. Falls sie damit Erfolg haben sollten, hätte das verheerende Auswirkungen auf dieses System. Die Nakul würden ihre Heimat verlieren und vermutlich wird sich hier nie wieder Leben entwickeln können. Steuermann, setzen Sie Kurs auf den Stern, voller Impuls. Da geht's jetzt ab für die Traveler. Das können wir so nicht stehen lassen. So. Admiral, das tolianische Führungsschiff hat den Quantenphaseninhibitor. Sie werden ihn gegen den Stern einsetzen. Wir müssen sie aufhalten, das Schiff entern und ihn zurückbeschaffen. Okay. Machen wir das Ganze mal. Das sind insgesamt 3 Angriffsgruppen, die wir hier eliminieren sollten. Verdammte Vorgonen, wenn sie mich nicht gejagt hätten, dann wäre das alles nicht geschehen. Sehr gut. Eine Angriffsgruppe haben wir bereits eliminiert. Und da hinten ist die nächste. So, dann kümmern wir uns doch mal darum. Sehr schön. Sie haben meine Spur wohl bis in diese Zeit verfolgt. Wir müssen noch weiter in die Vergangenheit reisen, um den Quantenphaseninhibitor zu verstecken. Ja, Kaldano, ich werde dich bei deinem Vorhaben unterstützen. Allerdings haben die Tolianer etwas dagegen. Was mache ich hier eigentlich? Holla, die Waldfee. Das setzt natürlich voraus, dass wir ihn von ihnen zurückerhalten können. Keine Sorge, Kaldano. Wir kriegen das schon hin. So eine Angriffsgruppe müssen wir noch besiegen. Und dann sind wir Kaldanos Wunsch schon um einiges näher gekommen. Sehr gut. Da ist sie auch direkt voraus. Wuppdiwupp. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also den Schaden, den ich jetzt raushaue, ich finde, man merkt das einfach, dass da Updates stattgefunden haben im Schiff. Der Schaden war vorher schon gut, so ist das nicht. Okay, was ist denn jetzt passiert? Oh nein, sie verwenden den Toxuter. Oh Gott. Wie schrecklich. Oh, wir müssen ein tolianisches Flaggschiff manövrierunfähig machen. Das ist auch schon direkt voraus. So. Boom. Das ist echt heftig. Da hinten befindet sich noch ein tolianischer Feind. Und das ist ein Einsiedler. Übel, übel, übel. Sehr schön.
Okay, und nun? Das Toljanische Schiff wurde manövrierunfähig gemacht und die Sensoren bestätigen, dass sich der Tox-Juter an Bord befindet. Wir können ihn jedoch nicht erfassen. Zu viele Interferenzen. Ich schlage vor, dass wir ein Außenteam das Schiff entern lassen und uns das Gerät aneignen. Signalisieren Sie Caldano, dass er sich in unsere Shuttle-Rampe begeben soll und bereiten Sie ein Schiff zum Start vor. Wunderbar. Unsere ganze Crew nehmen wir mit. Wir haben an das Toljanische Schiff angedockt. Die gute Nachricht, meine Scans zeigen mir, dass der Quantenphaseninhibitor auf der Brücke ist. Wir müssen also nur dorthin gelangen und ihn an uns bringen. Die schlechte Nachricht, nun ja. Die Toljaner wissen, dass wir hier sind. Sie werden ihn uns nicht kampflos überlassen. Verstanden, wir sind bereit. Die Toljaner kommen aus einer Umgebung, die für die meisten Humanoiden extrem lebensfeindlich ist. Sie und ihr Team werden Schutzanzüge brauchen, um zu überleben. Verstanden. Danke für den Hinweis. Vergessen Sie nicht, Raumanzüge anzulegen und zu aktivieren, bevor Sie das Toljanische Schiff betreten. So, natürlich. Die sind hier. Raumanzüge besorgen. Die nehmen wir jetzt einfach mal. 5 Schutzanzüge haben wir jetzt erhalten. Ich habe sogar noch Platz in meinem Inventar. Darüber freue ich mich. Ich gönne mir einfach mal den ersten. Aktiviere den guten Raumanzug auch mal. Und das werden wir dann jetzt mal fortlaufend so machen. Wen haben wir dabei? Wir haben Crunchy dabei. Der Gute bekommt jetzt natürlich auch einen Raumanzug. Als nächstes ist der Schlucky in der Reihe. Dann kriegt der. Ich mache das jetzt hier per Reihenfolge. Dann haben wir die Flushuella. Die bekommt natürlich auch einen Raumanzug. Und die gute T-Well ebenfalls. Sehr schön. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann betreten wir jetzt mal das Toljanische Schiff. Hier? Nein. Hier. Flushuella hier. Hier. Wie heißt der? Flushy Flauschi? Kann ich leider nicht mitnehmen. Es gibt noch keine... Ha! Raumanzüge für Flushy-Flauschis. Okay. Oh Gott. Also das ist hier kein Zuckerschlecken, ne? Die hauen hier richtig rein. Wo ist mein Team? Die stecken doch hier wieder irgendwo fest. Jo, Freunde. Ihr kommt dann, wenn hier die Party vorbei ist. Ich glaub das ja wohl nicht. Wir scheinen uns dem Tox-Juter anzunähern. Bleiben Sie wachsam. Immer doch, immer doch. Das sagen die, die sich erst wieder zu melden scheinen, wenn hier die Kämpfe im Boden beendet sind. Das sind mir die richtigen. Freunde, Freunde, Freunde. Sie euch an, wie sie da alle rumstehen. Ah, da lang? Ist richtig. Die Brücke sollte gleich dort vorne sein. Hoffe ich doch, Caldano, hoffe ich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ein toljanischer Captain. Sehr
Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit Kaldano sprechen. Jetzt müssen wir doch das Kraftfeld deaktivieren, den Quantenphaseninhibitor an uns bringen und das Schiff verlassen, bevor die restlichen Tolianer uns daran hindern können. Das Feld deaktivieren und den Quantenphaseninhibitor an mich bringen. Habe ich verstanden, Kaldano? Wir schalten zuerst mal das Kraftfeld aus. Jetzt reißen wir den Toxuter an uns. Endlich haben wir den Quantenphaseninhibitor. Ich habe dieses Gerät durch die Zeit gebracht, um es vor den Waggonen zu verstecken. Doch ich hätte nie gedacht, dass die Tolianer es stehlen würden. Jetzt müssen wir es an einem Ort verstecken, wo es keiner von beiden finden wird. Sind Sie bereit, Admiral? Das wird eine längere Reise, als Sie gewohnt sind. Beamen Sie uns auf das Shuttle und starten Sie es umgehend. So. Da sind wir. Wir müssen zum Schiff. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Öffne ein Zeitmod-Portal in das 22. Jahrhundert. Sehr schön. Das sieht richtig geil aus. Also das sah wirklich schon mal richtig gut aus. Setzen Sie einen Kurs auf das Risa-System. Hört sich gut an. Risa gefällt mir. Ein Urlaubsplanet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit Regen? Risa, frühes 22. Jahrhundert. Selbst die Touristen werden auf Jahre hin noch nicht in diese Region strömen. Niemand wird den Quantenphaseninhibitor dort vermuten. Jedenfalls nicht jetzt. Lassen Sie uns die Höhle da vorne versuchen. Sie sieht nach einem guten Ort dafür aus. Okay. Allerhand Regen auf Risa. Das bedeutet wohl, dass die Wetterkontrollsysteme noch nicht installiert wurden. Das sieht so aus. Wir gehen aber erstmal hier in diese Höhle und versuchen dort mal den Toxuter zu vergraben. Wir müssen das Gerät gut verstecken. Ich darf nicht zulassen, dass es erneut in die falschen Hände fällt. Diese Waggonen sind sehr hartnäckig. Ich nehme hier Flushy Flauschi mit, ne? Damit er Bescheid weiß, Kaldano. Wir versuchen ihn mal hier zu vergraben. Nein, das ist offensichtlich, jeder könnte es aufspüren. Wie wäre es denn, Kaldano, wenn du dir einen Ort aussuchen würdest, wo wir den Toxuter vergraben können? Schon besser. Doch ich denke immer noch, dass es zu leicht zu finden ist. Er ist sehr wählerisch. Er weiß genau, was er möchte. Versuch was mit dieser Stelle hier mal. So. Das war's. Jemand wird es in ein paar Jahrhunderten finden. Doch das ist eine andere Geschichte. Für einen anderen Captain. Lassen Sie uns in Ihre Zeit zurückkehren, Admiral. Wir müssen sehen, wie es um die Nakul bestellt ist. Okay, Kaldano, wir beamen jetzt einmal hoch. Und weg sind wir. Aus dem verregneten Risa. Da möchte man jetzt wirklich keinen Urlaub machen. Setze Kurs auf 2410. Wir sind zurück in unserer Zeit. Wir haben es geschafft. Genau jetzt. Wir müssen zu den Nakul zurückkehren. Machen wir doch. Alles kein Problem. Sir. Wir sind wieder im Nakul-System in der Gegenwart und Kaldano hat sein Schiff gestartet. Die Tolianer rufen uns auf dem Bildschirm. Geben Sie den Toxuter zurück und wir lassen Sie am Leben. Wir sind nicht länger im Besitz des Geräts. Wir haben es versteckt, wo Sie es niemals finden werden. So. Tolianische Raider besiegen. Machen wir zum Frühstück. So.
Wie gefällt euch das? Meine neue epische Schiffsbewaffnung. Lässt euch aber ganz schön alt aussehen, ne? Diese schönen vergoldeten Phaser-Strahlenbande. Da, da, da. Bum, 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 bum. Okay, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Mayday, Mayday, mein temporaler Antrieb wurde beschädigt. Oh mein Gott. Hier spricht Captain Walker von der USS Pastec. Wir antworten auf ein temporales Notsignal. Benötigen Sie Unterstützung? Kaldanos Schiff ist in das temporale Portal gefallen. Es ist außer Kontrolle. Sieht ganz nach Kontrolllosigkeit aus. Gute Floris, ich gebe dir recht. Was ist mit unserer Sonne passiert? Was haben sie gemacht? Uns war es nicht möglich, die Toljaner aufzuhalten, doch wir waren in der Lage, den Toxjuter zurückzuerlangen und ihn an einen Ort zu verstecken, an dem ihn niemand finden wird. Ich bin mir sicher, dass das ein ungemeiner Trost für unsere Bürger sein wird, während sie zu Tode frieren. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen zu helfen. Sie haben mehr als genug getan. Lassen Sie uns in Ruhe, Zeitreisende und Störenfriede und Toljaner. Ihr könnt alle zusammen in einem schwarzen Loch verschwinden. Und nun gehen Sie. Wir müssen herausfinden, wie wir unser Volk retten können. Und dann werden wir Maßnahmen ergreifen, um uns künftig zu schützen. Die Zeit ist eine Waffe, Admiral. Und sie wird niemals wieder gegen uns eingesetzt werden. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Ihre Meinung ändern und unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Hier spricht Captain Benjamin Walker von der USS Pastec. Ich reagiere auf einen temporalen Notruf, der von diesen Raumzeitkoordinaten ausging. Doch wir empfangen die Quelle der Signale nicht länger. Haben Sie einen Zeitreisenden verloren? Ja. Kaldanos Schiff wurde beschädigt und fiel in ein temporales Portal. Ich denke, Sie sollten besser an Bord kommen, während wir an einer Lösung arbeiten. Bereiten Sie sich auf den Transport vor. Beamen Sie zur Pastec. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was das für eine Bekanntschaft sein wird, die ich jetzt mache. Mit dem guten Pastec. Nee, Walker. Er heißt Walker. Entschuldigt. Das Schiff heißt Pastec. Was bin ich heute wieder verrückt und durcheinander? Vielleicht liegt das auch daran, dass ich Angst habe, dass jede Minute wieder dieser PC ausgeht. So wie in den letzten Tagen. Es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder der Fall ist. Dann verzweifle ich bald. Dann verzweifle ich wirklich. Aber es scheint doch geklappt zu haben. So, wir sprechen jetzt mit dem Captain Walker. Grüße, Admiral. Ist das schön, Sie wiederzusehen. Wieder? Wir haben uns noch nie getroffen. Nicht, dass Sie sich erinnern würden. Wir müssen das Cortinium nach Kaldano abscannen. Würden Sie mir dabei helfen? Selbstverständlich. So, nach der Barke scannen. Continuum scannen. Ach, herrjemine. Ich kann ja so toll Wellenformen anpassen. Jetzt spreche ich nochmal mit dem guten Captain Walker. Waren Sie in der Lage, Kaldano zu lokalisieren? Sein Schiff befindet sich im 22. Jahrhundert, aber diese Werte sind seltsam. Geben Sie die Temporalkoordinaten in den Transporter ein. Okay. Hier. Transporter aktivieren.
Oh mein Gott! Caldano, was ist mit dir passiert? Keine Lebenszeichen. Oh Gott, was sollen wir jetzt tun? Was ist Caldano zugestoßen, Edmühl? Er ist tot und es sieht so aus, als wäre er das bereits seit einigen Jahrhunderten. Nein, das sollte so passieren. Caldano ist weiter in die Vergangenheit zurückgereist, als Sie wissen. Die NX-01 Enterprise, deren Captain Jonathan Archer war, fand sein Schiff im 22. Jahrhundert und diesen Chefingenieur aktivierte Caldanos temporalen Notschaltkreis, der das Schiff in seine letzte bekannte Zeit zurückversetzte. Diese hier. Doch als dies geschah, war Caldano bereits seit Jahrhunderten verstorben. Der Toxuta ist in Sicherheit. Er wurde in der Mitte des 24. Jahrhunderts von Captain Jean-Luc Picard gefunden und zerstört, bevor er eingesetzt werden konnte, um anderen Schaden zuzufügen. Und die Nakul, gibt es nichts, was wir für sie tun können? Das Verändern der Vergangenheit erzeugt Wellen, Admiral. Diese bewegen sich durch die Zeit und verändern alles, was sie berühren. Und es kann Äonen dauern, bis man die gesamten Auswirkungen erkennen kann. Die Nakul werden überleben, auch wenn sie ihre Heimatwelt verlieren. Sie werden selbst zu Zeitreisenden und ihre Handlungen im temporalen Kalten Krieg formten die Galaxie, wie sie sie jetzt kennen. Es gibt einige, die sie nicht ändern sollten. Dinge, die sie nicht ändern können. Der temporale Kalte Krieg? Sie könnten Captain Archers alte Einträge nach weiteren Informationen durchsuchen, doch sie werden schon bald genug alles darüber erfahren. Sie betreten eine gefährliche Ära in der Geschichte. Zeitreisen, Rewarp-Antriebe zuvor werden ihre Gesellschaft radikal verändern. Ich werde Sie wiedersehen, Admiral. Wir haben viel zu erledigen. Auf Wiedersehen, Captain, und vielen Dank. Sind Sie bereit, auf das Schiff zurückzukehren? Natürlich. Bitte hochbeamen. Oh Mann, da sind wir ja auf den Spuren richtig großer Fußabdrücke. Auf den Spuren von Jonathan Archer und Jean-Luc Picard. Ich bin mal sehr gespannt. Zuallererst kontaktiere ich allerdings erstmal das Kommando. So. Dies ist ein trauriger Tag für die Föderation. Wir konnten das Narkosystem nicht retten. Und unser Freund aus der Zukunft, Caldano, ist tot. Ich weiß, dass sie alles versucht haben. Manchmal, besonders bei Zeitreisen, müssen Dinge auf bestimmte Weise erfolgen. Zumindest wurde es so die Zeitlinie bewahrt. Captain Picard kann den Toxuta nun im 24. Jahrhundert auf Risa entdecken. Lassen Sie uns trotzdem um Caldano und das Volk der Nakul trauern. Das werden wir machen. Ich werde mir jetzt hier einfach, ich nehme jetzt einfach hier das Deflektor-Ding. Ich sammle jetzt einfach mal die Besolonung hier ein, so wie sie gerade ist. Dann Memo an mich selbst, gleich einfach erstmal hier die Sachen wieder auszutauschen. Das sind nämlich so die Dinge, die passieren schon mal im Eifer des Gefechts. Dass ich das einfach vergesse. Das mache ich jetzt direkt, wenn ihr dabei seid. Das führt nämlich sonst nachher nur dazu, dass wieder irgendwelche unglücklichen Zufälle alles ruinieren. Es ist leider so. So. Nein, bin ich denn verrückt? Ich bin manchmal einfach nicht zu retten, ich sag's euch ja. So, das war auf jeden Fall das Abenteuer vom Sturm erfasst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch geht's genauso. Lebt lang und in Frieden. Eure Fluffy. Tschüss.